Setzen Sie ein. Negation, nicht, kein. Sie hat kein Geld. Ich mag kein Gemüse. Das mag ich nicht. Hier wohnt kein Herr Müller. Den kenne ich nicht. Sie hat nicht genug Geld dabei. Mist, kein Netz hier. Das war kein Witz, ehrlich. Das habe ich noch nie oder nicht gehört. Ich habe keine Zeit dafür. Lange fiel kein Regen. Es regnete lange nicht. Dieses Thema lässt mich nicht ruhen. Das ist kein großes Problem. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Sie spielt nicht, sondern liest. Rauch nicht so viel. Gestern hatte ich meine Tasche nicht dabei. Kein Wunder, dass es schwer war. Keiner oder niemand ruft bei ihm an. Nicht so schlecht. So etwas esse ich nicht. Wusstest du das nicht? Du bist kein Kind mehr. Hatte er es dir nicht gesagt? Sie möchte den Test nicht verpassen. Keine Ahnung, was das ist. Warum magst du das nicht? Setzen Sie ein. Temporale Präpositionen. Um 8 Uhr,
Exakt. Am Morgen. Am Abend. Von nun an. Mit der Zeit, Stück für Stück. Zur Zeit. Am Ende. Zum Schluss. Des Öfteren, oft. Am Nachmittag, in der Nacht, in der Zukunft, unter der Woche, am Wochenende, im Sommer. In Kürze. Gegen Abend ungefähr. Im letzten Monat. Oben oder nach oben, von oben. Ab und zu, manchmal. Im ersten Vierteljahr. Von Tag zu Tag. Während des Essens, an oder zu Weihnachten, in der Mitte, im Halbjahr. In der Vergangenheit, am Anfang, im Frühling. Setzen Sie ein, Fragewörter, wer, wen, wem, was, wo, wie, wann, wozu und viele andere. Wie schreibt man das? Wen hast du getroffen? Wer wohnt hier?
Über wen spricht sie? Wem gehört das Handy? Was ist in der Tasche? Wohin fahren Sie? Auf wen wartest du? Wie viel oder was kostet das? Wo wohnt sie? Wie alt ist sie? Mit wem spricht sie? Wozu, wofür, warum, wann brauchst du den Computer? Wie macht man das? Warum ist das so? Zu wem möchte sie? Wann kommt sie an? Wie viele Leute wohnen hier? Was für ein Haustier hast du? Wie ist das passiert? Warum weint sie? Um wen oder worum geht es? Seit wann wartet sie? Warum oder wie hast du das gemacht? Wo hast du das her? Wohin ist sie gefahren? An wen denkst du? Wie oft war sie dort? Hallo. In diesem Video sind wir auf einer Einladung. Zuerst die Sätze. Hat er ... eingeladen? Ja. Und ... ... Ja. Aber mein ... Freund ... nicht. Er mag ... nicht. Hast du ... gesagt? Und die Lösungsmöglichkeiten? A. En. B. E. C. Mir. D. Dir. E. Mich. Und F. Dich. Setzen wir ein.
Hat er dich eingeladen? Einladen plus Akkusativ. Ja, und dich? Mich, ja. Mich und dich aus dem letzten Satz beziehen sich immer noch auf das Verb einladen. Mich ja, aber meinen Freund, ihn, nicht. Meinen Freund Akkusativ, ihn Akkusativ. Auch das bezieht sich wieder auf das Verb einladen. Er mag ihn nicht. Mögen plus Akkusativ. Was hast du ihm gesagt? Du ist Nominativ, ihm Dativ und was Akkusativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Hat er dich eingeladen? Ja, und dich? Mich ja, aber meinen Freund, ihn nicht. Er mag ihn nicht. Was hast du ihm gesagt? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb hören bzw. gehören und einige Pronomen dazu an. Achtung, manchmal steht Akkusativ, manchmal Dativ und manchmal muss man sich genau überlegen, was da eigentlich steht. Fangen wir an. Das gehört, weil ich, gekauft habe. Meine Freundin und ich gehören, ich höre, zu, weil das, was du sagst, für, gut anhört. Und die Lösungsmöglichkeiten sind a. mir, b. mich, c. es, d. dir, e. sich und f. zueinander. Setzen wir ein. Das gehört mir, Dativ, gehören plus Dativ. Weil ich es gekauft habe, kaufen plus Akkusativ. Das gehört mir, weil ich es gekauft habe. Meine Freundin und ich gehören zueinander. Zueinander gehören, das ist ein Präfix. Ich höre dir zu, zuhören plus Dativ. Weil das, was du sagst, sich für mich gut anhört. Sich anhören für plus Akkusativ. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Das gehört mir, weil ich es gekauft habe. Meine Freundin und ich gehören zueinander. Ich höre dir zu, weil das, was du sagst, sich für mich gut anhört. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sind wir zu Fuß unterwegs. Sehen wir zuerst die Sätze. Sie geht Fuß nach Hause. Sie wollte Bus fahren heimfahren. Aber die hatte eine Panne. Deshalb machte sie sich Weg und dann geht die Geschichte weiter. Die Lösungsmöglichkeiten sind A. En, B. Im, C. Auf, D. Bei, E. Als, F. Um, G. Vom und H. Von. Setzen wir ein. Sie geht zu Fuß. Zu Fuß gehen ist ein fester Ausdruck. Nach Hause. Sie geht zu Fuß nach Hause. Sie wollte mit dem Bus fahren. Mit plus Dativ. Heimfahren. Wir können sagen, mit dem Bus fahren, mit dem Bus heimfahren oder mit dem Bus heimfahren. Aber dieser hatte eine Panne. Dieser ist Nominativ. Deshalb machte sie sich auf den Weg und... Und jetzt noch einmal der ganze Text. Sie geht zu Fuß nach Hause. Sie wollte mit dem Bus fahren oder heimfahren. Aber dieser hatte eine Panne. Deshalb machte sie sich auf den Weg und... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns an, wem etwas gehört. Zuerst die Sätze. Gehört dieses Auto. Gehört. Das ist. Auto. Hat es gekauft. Ich habe. Gekauft. Es steht vor. Tür. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Meines, B. Mir, C. Wem, D. Wer, E. Ihn, F. Der, G. Es und H. Mein. Setzen wir ein. Wem gehört dieses Auto? Gehören steht mit Dativ. Es gehört mir. Gehören steht mit Dativ, wie im vorigen Satz.
Das ist mein Auto. Das ist meines. Hier steht der Nominativ. Mein Auto ist das Artikelwort und meines ein alleinstehendes Artikelwort. Das Auto, meines. Wer hat es gekauft? Wer ist Nominativ? Ich habe es mir gekauft. Es Akkusativ, mir Dativ. Es steht vor der Tür. Wo Dativ vor der Tür. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wem gehört dieses Auto? Es gehört mir. Das ist mein Auto. Meines. Wer hat es gekauft? Ich habe es mir gekauft. Es steht vor der Tür. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum selber üben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das und das ein bisschen genauer an und wie wir es verwenden. Zuerst die Sätze. Ist Thema über alle immer sprechen oder ist Komma wir vergessen haben. Ich denke nicht wir vergessen haben. Ich glaube so ist. Setzen wir ein. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. Das mit einem S, das kann ein Artikel, ein Relativpronomen oder ein Demonstrativpronomen sein. Oder B. Die Konjunktion. Das mit 2s. Ist das das Thema? Das erste das mit einem s ist ein Demonstrativpronomen. Das zweite das, auch mit einem s, ist der Artikel, das Thema. Ist das das Thema? Über das alle immer sprechen. Das ist hier ein Relativpronomen. Das mit einem S. Oder ist das wieder das Demonstrativpronomen? Das, das wir vergessen haben. Das dritte das mit einem S hier ist ein Relativpronomen, das wir vergessen haben. Ist das das Thema, über das alle immer sprechen, oder ist das das, das wir vergessen haben? Ich denke nicht das, das mit 2s ist hier eine Konjunktion, wir das vergessen haben. Das mit einem s ist hier
ein Demonstrativpronomen, so ähnlich wie dieses. Ich denke nicht, dass wir das vergessen haben. Ich glaube, dass das so ist. Das mit zwei S ist eine Konjunktion und steht wieder nach dem Verb ich glaube. Und das mit einem S ist das Demonstrativpronomen. Ich glaube, dass das so ist. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Ist das das Thema, über das alle immer sprechen? Oder ist das das, das wir vergessen haben? Ich denke nicht, dass wir das vergessen haben. Ich glaube, dass das so ist. Ich hoffe, dass es jetzt klarer ist. Ihr könnt ja einige Kommentare unter das Video schreiben, die ich dann korrigieren kann. Und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video findet eine Party statt. Zuerst die Sätze. Wann findet das Fest statt? Es findet Samstag .. 3. August .. 16 Uhr statt. Der Anfang ist .. 16 Uhr .. 20 Uhr. Gibt es ein Feuerwerk? Park. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. B. Am. C. Ab. D. Im. E. Gegen. Und F. Den. Setzen wir ein. Wann findet das Fest statt? Es findet am Samstag, den 3. August ab 16 Uhr statt. Am Samstag, am steht immer mit Wochentagen. Den 3. August, das ist eine Einfügung für das Datum. Und ab 16 Uhr, der Beginn ist circa 16 Uhr, aber nicht früher, das ist der Beginn. Ab. Der Anfang ist gegen 16 Uhr, um .20 Uhr gibt es ein Feuerwerk im Park. Wo im Park? Dativ. Und jetzt nochmal zurück zu den beiden Zeitangaben 16 Uhr und 20 Uhr. Gegen bedeutet ungefähr, um exakt. Jetzt noch einmal der ganze Text. Wann findet das Fest statt? Es findet am Samstag, den 3. August, ab 16 Uhr statt.
Der Anfang ist gegen 16 Uhr. Um Punkt 20 Uhr gibt es ein Feuerwerk im Park. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Frage wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer, die Küche, das Geschäft, die Terrasse, die Bank und die Bank und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer, wohin ins Zimmer. Wo in der Küche, wohin in die Küche. Wo im Geschäft, wohin ins Geschäft. Wo auf der Terrasse, wohin auf die Terrasse. Wo in oder auf der Bank, wohin in, auf die oder zur Bank. Wo auf der Bank, also der Sitzbank, und wohin auf die Bank, also auf die Sitzbank. Wo in der Schule, wohin in die Schule oder zur Schule. Und jetzt noch einmal, links steht Dativ, wo und rechts Akkusativ, wohin. Aber Achtung, nicht immer. Im Zimmer, ins Zimmer. In der Küche, in die Küche. Im Geschäft, ins Geschäft. Auf der Terrasse, auf die Terrasse. In oder auf der Bank, in oder auf die Bank bzw. zur Bank. Auf der Bank, auf die Bank. In der Schule, in die Schule oder zur Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wo oder wohin? Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, noch einmal Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wo am Meer? Wo im Haus? Wo in der Bar? Wo an der Bar? Das ist die Theke. Wo auf dem Platz? Wo im Hof? Wo auf dem Balkon? Wohin ans Meer? Wohin ins oder zum Haus? Wohin in die Bar? Wohin an die Theke? Wohin auf den Platz? Wohin in den Hof? Wohin auf den Balkon? Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Am Meer, ans Meer. Im Haus, ins oder zum Haus. In der Bar, in die Bar. An der Bar, an die Bar. Auf dem Platz, auf den Platz. Im Hof, in den Hof. Auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin und einige Orte an. Zuerst die Orte. Oben, mir, Süden, links, dort, Boden und unten. Setzen wir ein. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin in den Süden? Wo links, wohin nach links? Wo dort, wohin dorthin? Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo auf dem Boden, wohin auf den Boden? Wo unten, wohin nach unten? Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts wohin. Oben nach oben, bei mir zu dir, im Süden in den Süden, links nach links, dort dorthin,
auf dem Boden, auf den Boden, unten, nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin an und einige Länder. Zuerst die Länder. Syrien, Kosovo, Philippinen, Rumänien, Eritrea, Kamerun und Slowakei. Fangen wir an. Wo in Syrien, wohin nach Syrien? Wo im Kosovo, wohin in den Kosovo? Wo auf den Philippinen, wohin auf die Philippinen? Wo in Rumänien, wohin nach Rumänien? Wo in Eritrea, wohin nach Eritrea? Wo in Kamerun, wohin nach Kamerun? Wo in der Slowakei, wohin in die Slowakei? Und jetzt noch einmal. In Syrien, nach Syrien. Im Kosovo, in den Kosovo. Auf den Philippinen, auf die Philippinen. In Rumänien, nach Rumänien. In Eritrea, nach Eritrea. In Kamerun, nach Kamerun. In der Slowakei, in die Slowakei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin an. Zuerst die Nomen. Tal, Wüste, Strand, Weg,
Station, Hause, Café. Setzen wir ein. Links steht wo, rechts wohin. Wo im Tal, wohin ins Tal. Wo in der Wüste, wohin in die Wüste. Wo am Strand, wohin an den Strand. Wo auf dem Weg, wohin auf den Weg. Wo in der Station, wohin in die Station. Wo zu Hause, wohin nach Hause. Wo im Café, wohin ins Café. Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Im Tal, ins Tal. In der Wüste, in die Wüste. Am Strand, an den Strand. Auf dem Weg, auf den Weg. In der Station, in die Station. Zu Hause, nach Hause. Im Café, ins Café. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Fragen wo und wohin genauer an. Auf der linken Seite steht wo, auf der rechten Seite steht wohin. Zuerst sehen wir die Nomen. Berg, Stadt, Laden, Museum, Park, See, das ist der See. Und am Ende See, die See, also das Meer. Fangen wir an. Wo auf dem Berg? Wohin auf den Berg? Wo in der Stadt? Wohin in die Stadt? Wo im Laden? Wohin in den Laden? Wo im Museum? Wohin ins Museum? Wo im Park? Wohin in den Park? Wo am See? Wohin an den See? Wo an der See? Wohin an die See? Und jetzt noch einmal. Auf dem Berg, auf den Berg. In der Stadt, in die Stadt. Im Laden, in den Laden. Im Museum, ins Museum. Im Park, in den Park. Am See, an den See. An der See, an die See. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin an. Zuerst die Nomen. Tal, Wüste, Strand, Weg, Station, Hause, Café. Setzen wir ein. Links steht wo, rechts wohin. Wo im Tal, wohin ins Tal. Wo in der Wüste, wohin in die Wüste. Wo am Strand, wohin an den Strand. Wo auf dem Weg, wohin auf den Weg. Wo in der Station, wohin in die Station. Wo zu Hause, wohin nach Hause. Wo im Café, wohin ins Café. Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Im Tal, ins Tal. In der Wüste, in die Wüste. Am Strand, an den Strand. Auf dem Weg, auf den Weg. In der Station, in die Station. Zu Hause, nach Hause. Im Café, ins Café. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.